Hallo alle zusammen. Ich habe für euch etwas vorbereitet und habe mir die Mühe gemacht, euch etwas zu zeigen, was mich stört, verwirrt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es ist einfach nur etwas ganz Komisches. Ich habe in der Praxiserfahrung etwas gesehen und das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht klärt mich einer auf oder vielleicht ist es auch eine Lüge. Ich verstehe das nicht. Okay, also gut. Ich habe heute versucht, die perfekten Bedingungen zu stellen und mit Fakten etwas zu belegen. Und ich würde mich freuen, wenn mir jemand dieses Szenario erklären kann, was da schief läuft. Wie ihr seht, stehe ich mit einem Tempotaschentuch vor dem Auto und ich zeige euch gleich, um was es da genau geht. Denn blicken wir etwas zurück. Denn schon 2018 hat die Geschichte mit dem Feinstaub angefangen. Stuttgart, Messstationen, Feinstaub, Fahrverbote, der böse Diesel und so weiter. Und es gibt eine Sache, die wird halt eben schlimmer und das ist folgende, dass neue Fahrverbote wegen Feinstaub von 2030 an möglich sind. Das heißt, die Regierung schnürt uns den Hals zu und sagt, okay, der böse Diesel ist immer noch böse, es gibt viel, viel Feinstaub, bla 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 und das wird immer nur noch schlimmer. Doch wir reden hier von Feinstaub und Partikel. Also es ist immer die Rede, der eine sagt Partikel, der andere sagt Feinstaub. Doch was ist genau denn Feinstaub oder Partikel? Wikipedia definiert das folgendermaßen. Die Partikel, die moderne Dieselmotoren emittieren, also ausstoßen, werden zum Feinstaub gezählt und sind daher sehr fein. Der Rest ist eigentlich unrelevant. Also wir wissen, dass Partikel und Feinstaub eigentlich dasselbe ist. Mit diesem Taschentuch will ich euch mal zeigen, was eine Mercedes V-Klasse mit einem Baujahr 21.05.2021 mit 56.600 Kilometer, denn hinten so alles im Auspuff hat. Ich gehe hin und zeige euch das, bevor ich losfahre, damit ihr seht, wie denn so ein Auspuff nach so einer Laufleistung denn aussieht. Wie wir sehen, also es ist wirklich nicht viel. Es ist ein Tuch, das etwas verdreckt ist. Ich greife nochmal nach und schaue, okay, aber es ist einfach so gut wie sauber. Und als nächstes fahre ich an eine Prüfstation, damit ich euch zeigen kann, was da wirklich los ist. Als mein Testobjekt habe ich extra eine V-Klasse gewählt, die relativ modern mit der Abgasnachbehandlung ist. Also wir haben sehr viele Sensoren, wir haben unterschiedliche Filter, wir haben noch AdBlue als Zusatz und so weiter. Man hat schon vor Jahren gesagt, also die Leute, die sich in den Systemen gut ausgekannt haben, gesagt, dass der Diesel an sich ein sauberes Ding ist, das die Innenluft in der Stadt reinigt. Aber stimmt das Ganze? Schauen wir gleich. Und zwar vorweg habe ich mich noch informiert. Ihr seht, dieses Partikelmessgerät ist kalibriert und justiert. Und vorweg, die Funktion der Kalibrierung findet mit einem Gas statt. Also wir haben eine Messzelle und in diese Messzelle wird ein Gas reingelassen, auf das dann dieses Gerät kalibriert wird. Weil die Frage war, wenn sich das Gerät denn an die Außenluft kalibriert, so wie zum Beispiel ein Trübungsmessgerät, dann wäre das ja falsch zu sagen, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Partikel messen und dann das in den Auspuff einstecken, dass wir dann 100 oder 200 oder 300 Partikel mehr haben. Nein, das ist tatsächlich so, dass das Gerät die Partikel misst, die tatsächlich in der Außenluft vorhanden sind und das, was aus dem Auspuff kommt, tatsächlich das ist, was aus dem Auspuff kommt. Eine zufällig gute Sache war die, dass der junge Herr, der vor mir war, mit seinem BMW X5 zufällig auch eine Euro 6 Abgasuntersuchung gebraucht hat. Der BMW X5 war Baujahr 2017, das war ein 3-Liter Motor mit über 230.000 Kilometern. Und ich habe euch etwas mitgefilmt und möchte euch mal zeigen, wie so eine Abgasuntersuchung in Klammer Partikelmessung ab Euro 6 so abläuft. Ihr seht, so sieht dieses ganze Programm aus und jetzt führt dieses Abgasmessgerät einen Selbsttest durch. Die Sonde wird quasi eingesteckt und es wird geprüft, ob die Sonde dicht ist. Da kommen noch ein paar andere Prüfschritte mit dazu, so sieht das Ganze aus. Dann wird das Gerät überprüft und ein Wasserabscheider läuft da. Diese ganze Test hat es natürlich auch bestanden und das ist meistens so, dieser ausführliche Test läuft dann, wenn das Gerät das erste Mal eingeschalten wird, dann läuft der Test relativ lange. Also das kann sogar teilweise bis zu einer Viertelstunde oder 20 Minuten gehen. Stecken wir die Sonde wieder aus. So,
Als nächstes kommen die Solldateneingaben. Also ihr seht, da müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Man muss dann Gasstoß geben. Und unten diese Partikelzahl PN heißt, der Grenzwert für dieses Fahrzeug liegt bei 250.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Das ist ein relativ hoher Wert. Dann muss die Motordrehzahl und Temperatur passen. Dann kommt eine Sichtprüfung und dann wird der Motor gestartet. Das Gerät überprüft nebenher noch die Readiness Codes, das sind so wie eine Art Fehlerspeichereinträge von bestimmten Systemen, das ist dann quasi alles in Ordnung. Jetzt ist alles gut, wir können dann das Auto starten. So, und jetzt geht es auch los. Ihr seht rechts die Motortemperatur 94 Grad und oben drüber dann die 710 Umdrehungen. Und jetzt sollen wir die Sonde in den Auspuff stecken. Das machen wir jetzt auch. Ihr seht, das Gerät wurde jetzt gerade abgesteckt und fährt noch ein bisschen runter, aber es wird sich irgendwo zwischen 1200 und 2000 grob einpendeln. Also leider habe ich zu meinen Ungunsten einen Tag gewählt. Das Wetter war relativ kalt im November Anfang. Es war regnerisch, also es hat leicht geregnet. Und wir waren in der Prüfstation außerhalb von einer Stadt. Also das war in einem Industriegebiet. Und im Regelfall habe ich so aus Erfahrung die letzten Monate eine Partikelmessung in der Außenluft gehabt zwischen 2.000 und 6.000. Also so um den Dreh rum liegen die Partikel. Als uns das Gerät vorgestellt worden ist und wir die Handhabung durchgeführt haben, wie das Ganze abläuft, haben wir das in der Halle durchgeführt. In der Halle mit einer Absauganlage am Fahrzeug. Und das ist unglaublich, aber wir haben in der Halle zwischen 30.000 und 33.000 Partikel gehabt. Und als wir da die Sonde in den Auspuff eingesteckt haben, und das war auch in Mercedes, hatten wir auf einmal 120. Ihr glaubt es nicht, aber ihr werdet es gleich sehen. Die Sonde wird eingesteckt und jetzt schaut mal, was jetzt passiert. Wir messen 1400, das wird dann ein bisschen sinken. Das pendelt sich gleich ein. Ihr seht, es geht runter auf 900, 700 und so weiter. Also das Gerät zeigt im Auspuff weniger Partikel an als tatsächlich in der Außenluft. Wie würde jetzt der Herr vom Löwenzahn sagen, klingt komisch, ist aber so. Das Gerät pendelt sich jetzt ein. Wir müssen jetzt bei diesem Test die Leerlaufdrehzahl halten. Da wird quasi im Leerlauf gemessen. Ihr seht, oben links bei PN1, dann da steht quasi der Durchschnittswert der 30 Sekunden und bei PN1 in der Mitte ist der aktuell gemessene Wert pro Sekunde. Das heißt, es wird ein Mittelwert ermittelt von 30 Sekunden und das ist dann das Ergebnis. So, der Grenzwert war bei 250.000. Wir haben aber im Durchschnitt von 30 Sekunden eine Partikelbelastung oder Feinstaubbelastung von 600. So, ihr seht jetzt auch das Prüfergebnis der Abgasuntersuchung. Alles im grünen Bereich. Das Fahrzeug hat es auch bestanden. Obwohl das Fahrzeug, ich muss explizit darauf hinweisen, von Baujahr 2017 mit 230.000 Kilometer ist. Und da seht ihr mal die V-Klasse, die ich vorbereitet habe. Da wird auch ein Modul eingesteckt. So sieht das Ganze aus. Das braucht das Gerät, um zu ermitteln, welche Daten notwendig sind. So, ihr seht, da sind wieder ganz viele Partikel, 30.000. Also manchmal gibt es mal einen Windstoß und dann habt ihr halt auch mal 10.000 Partikel. Also das ist halt so. Dann, um alles nachvollziehbar zu machen, mache ich das in einem Video, damit ihr seht, dass da niemand irgendwie was bescheißt. Das Ding wird tatsächlich in den Auspuff eingesteckt und jetzt werden gleich die Partikel gemessen. Weil da könnte ja einer sagen, ja, du hast es neben den Auspuff gelegt oder sonst irgendwas. Nein, das ist wirklich so. Und ihr werdet das auch selber bei der Abgasuntersuchung bemerken. So, ihr seht, tatsächlich das Ding hat zwischen 100 und 300 Partikel. Also wir reinigen mit dem Diesel im Stand die Luft. Das ist Fakt. Also das Gerät sagt es so. Ja? Also müssten wir in der Rush Hour eine Dieselkolonne reinschicken, damit sie die Luft reinigen. Und wir haben einen Partikeltest durchgeführt, also nicht eine Au, sondern einfach einen Partikeltest. Und normalerweise wird das ja, wie gesagt, im Stand gemessen bei einer Leerlaufdrehzahl. Wir sind mal hingegangen und waren so dreist und haben einfach mal Vollgas gegeben. So, ihr seht, das Auto wurde auf 4000 Umdrehungen hochgedreht und hat circa 5000 Partikel
bei der Höchstdrehzahl als Maximalwert angezeigt. Und jetzt die Preisfrage. Ist denn so ein Fahrverbot aufgrund von Feinstaub in Stuttgart oder auch irgendwo anders gerechtfertigt oder nicht?